Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil und wir sind weiterhin in den Ebenen, wo wir mit Öl und Gas gigantische Profite bekommen können. In der letzten Folge haben wir 65.000 gemacht, in der zweiten Runde, und ich würde ganz gerne mal schauen, ob wir das weiterführen können. Wir haben 40.000 auf dem Konto und können uns momentan gar keine Upgrades holen, also ja, wir sammeln dann ein bisschen was an Geld. Wir beginnen wie immer mit 2 Wünschelrutengängern und 5 Pferden. Wir drehen den Preis links hoch, damit er da gerade schön hoch ist. So, die müssen jetzt gleich was finden. Dumm der Dumm. Links ist der Preis natürlich sehr schnell wieder gesunken. Also gehen wir erstmal wieder auf rechts. Okay, das war relativ weit unten. Ich würde gerne hier eine bauen. Ich mache mal eine hier. Aber damit machen wir auch erstmal nichts weiter. Stattdessen verbessern wir hier die Rohre, um mehr Öl zu fördern. Preis sinkt immer weiter, aber bis 80 Cent verkaufe ich es noch. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld. Achso, ja, stimmt. Wir haben es ja in der letzten Folge gekauft, dass der Preis immer auf 80 Cent bleiben wird. Gehen wir mal hier. Das hat funktioniert. Okay, dann nehme ich das einfach mal. Verbessern die Wagen. 2 mehr Wünschelroutengänger. Dann ein Silo. Auf beiden Seiten steigen die Preise wieder. Ich glaube, wir verkaufen erstmal dort. Ja, das war noch nicht ganz. Noch ein bisschen fehlt. Da ist Gestein. Okay, das ist mir ein bisschen zu blöd. Schmeißen wir wie immer ein paar Dutzend Maulwürfe in den Boden. Da haben wir Gas. 2 Vorkommen. Wenn er das meint, dann ist das sehr, sehr tief. Können wir da durch? Oh. Ich glaube nicht. Doch, das war nur diese eine Ecke. So. Verbessern wir auch direkt die Rohre. Das gehört noch dazu, oder? Das gehört noch dazu. Okay, dann verbessern wir hier das Rohr. Dann gehen wir dort runter. Da ist ziemlich viel Gas in der Mitte. Verkaufen wir mal nach links. Rechts war der Preis auch noch nicht unbedingt schlecht, aber links war halt einfach besser. So, dann verbessern wir auch noch hier das letzte Rohr. Verbessern auch mal die Wagen. Noch ein paar mehr. Okay, und dann machen wir es wieder runter. Da passt natürlich keins mehr hin. Hier passt wahrscheinlich auch nur noch eins hin, also die habe ich ein bisschen schlecht platziert. Nee. Also es war schrecklich. Muss ich weiter mittig platzieren beim nächsten Mal. Dann sammeln wir ein bisschen. Es kann gut sein, dass es kein weiteres Öl mehr gibt, sondern nur noch das Gas. Ja, es gibt kein Öl mehr. Auf jeden Fall interessant. Wir kriegen 4 Ölvorkommen und das war's. Aber die sind gigantisch. Also da brauchen wir einige Silos. Irgendwann gibt es auch noch ein Super-Silo, wer weiß, wann ich das bekomme. Ich glaube sogar, wir müssen ein bisschen vorher verkaufen. Ich wünsche, man könnte irgendwie die Ölbohrtürme einfach wieder abreißen. Könnte man dort ein weiteres Silo hinpacken.
So, der Preis sinkt gleich wieder. 1 Dollar. Ich meine, der Preis ist noch okay, aber links steigt er auch wieder. Wir haben halt noch so viel Öl. Das müssen wir alles noch lagern irgendwie. So, kann ich das hier irgendwie schon vorbereiten? Machen das dazu. Verbinden es damit. Das verbinden wir nochmal hier rüber. Verbessern wir das Rohr. Wir setzen nochmal ein paar hin. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo Gas. Auch wenn es auch ganz gut sein kann, dass es nicht mehr Gas gibt. So, verbessern wir das noch. Und jetzt haben wir kein Öl mehr. Verdammt, es ist... Ja, mal schauen, was wir damit noch zusammenkratzen können. Ich meine, das ist ja noch eine Menge. Wir haben tatsächlich noch Gas gefunden. Wenn ich nicht weiß, ob es sich lohnt, so weit zu bohren. Ich weiß nicht, ob das verbunden ist. So, dann gehen wir mal hier quer rüber oder warten wir, bis alles raus ist. Ich glaube, wir warten, bis alles raus ist. Wie tief ist es noch? Nicht mehr tief, gleich ist alles leer. So, da konnten wir noch eine Menge zusammenkratzen. Dann verbinden wir das damit. Das verbessern wir. Ich wollte das eigentlich unten drunter machen, aber egal. Verbessern wir das hier noch. Dann können wir das hier öffnen. Und damit schön den Preis in Höhe treiben. Wir haben auch bald Dezember. Das heißt, wir müssen jetzt verkaufen. So, vielleicht ein bisschen früh, aber geht in Ordnung. Und damit beenden wir das Level. Haben nichts mehr weiter übrig gelassen. Also, ganz in Ordnung. 59.000. Eigentlich gibt es 4 Boni, aber okay. Was war der 4. Bonus? Ich hab's vergessen. Öl fördern, Gas fördern, Öl verkaufen. Ich weiß es nicht mehr. 1,46 Dollar pro Fass, auf der linken Seite 1,77 Dollar, auf der rechten Seite 0,96. Also ganz in Ordnung, wir haben es ein bisschen zu viel verkauft, aber okay. 4.000 Dollar für die Rohre, 3.000 für die Rohr-Upgrades und danach die Wagen. Da haben wir einen Screenshot, es waren wirklich zwei große Ölvorkommen auf der linken Seite. Und wir haben sie wieder fertig gemacht. Am meisten hat Blanche mit 17.600. Und wir haben ja, das 3,5-fache davon. Oh, da haben wir es. Fred, ich bin mir sicher, du könntest etwas mehr Öllagerkapazität gebrauchen. Vermute es richtig, ich habe dafür etwas erfunden. Ganz genau, nämlich unser Super-Silo. Jetzt können wir zwei vollkommen verbesserte Silos miteinander verbinden. Und dann bekommen wir ein super Silo. Das hole ich mir auch einfach direkt. Ja, machen wir eine Landauktion. Start. Ich denke tatsächlich, dass hier ein ganz gutes Stückchen Land ist. Da würde ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber auch nicht mehr als 6.000. Also das, was ich jetzt hier ausgebe. Okay. Damit kämen wir zurück. Gibt es noch irgendwo anders was? Ne, wir haben ja auch alles, außer in der Fabrik. Das ist ganz interessant, 94 Cent ist sehr schön. Das ist Red Ink, okay. Und dann machen wir eine Aktienauktion. 2% sind 10.000. Wenn es nicht drunter fällt, dann ist das vollkommen egal.
Jetzt könnte Blanche kaufen. Und Ricardo und Daisy könnten es jetzt auch kaufen. 3, 2, 1, egal. Alles meins, sagt Blanche. Sie hat jetzt 3% der Stadtaktien. Kann ich zurück? Zurück, ja, da. Okay, wir haben noch 55.100, was jetzt das Doppelte ist von den anderen. Machen wir noch eine zweite Bohrung. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Zwei Wünschroutengänger. 1, 2, 3, 4, 5. Schicken wir nach rechts. Beinahe gleichzeitig haben sie was gefunden. So, ich verbessere das auch direkt. Ich glaube, so passen zwei Silos dazwischen. Aber auch nur knapp. Komm schon. Ich würde gerne hier nach unten bohren. Dann verbessern wir das mal. Schicken auch direkt zwei weitere los. Verdammt. Das... Ah, Mist. Okay, da haben wir schön Platz verschwendet. Wir sollten uns vielleicht das Upgrade erstmal holen. So. Motoröl gefunden, dort irgendwo. Dann gehen wir mal dorthin. Wir haben einen Dollar übrig. So, da haben wir 10. Verkaufen links weiter, da steigt gerade der Preis. Setzen wir mal ein paar Maulwürfe aus. Das sollten 8 Stück jetzt sein. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Was ich sehe, ist auf jeden Fall nicht viel Öl. Das kann ich mit Sicherheit sagen. So, direkt daneben das Öl. Verkaufen wir aber nicht weiter, sondern wir lagern. Da unten ist Öl. Ah, ich glaube, ich mache einen kleinen Zwischenschritt, aber vorher mache ich einen kleinen Scan. Dann können wir verbinden, falls wir noch Gas finden. So. Weiterer Wünsche-Routengänger. Dafür haben wir nicht genug Geld. Nicht weiter schlimm. Verkaufen wir ein, zwei Wagenladungen voll. So, dann sollten wir es upgraden können. Ich würde auch gerne noch zwei weitere von denen erholen. Wo hat er was gefunden? Hä? Wahrscheinlich hat er das hier unten gefunden. Ich sehe den nicht. Also muss das wohl sein. Ja, wir müssen unser Silo hier aufrüsten. Damit wir mehr lagern können. Ich habe kein Gas gefunden. Scheint mir ein schrecklicher Boden zu sein. Verkaufen erstmal. Gehen wir mal hier hoch. Okay, wollte ich einen Maulwurf hinsetzen, aber okay. Haben wir dort einen kleinen Scan gemacht. Da ist noch Öl. Schicken wir das mal hier nach unten. Teilen es dort auf. Dann müssen wir das hier auch gleich verbessern. Genau so. Wir haben Gas gefunden. Rechts unten. Was ist das? Auf Gas. Okay. Nochmal zwei weitere. So. Der Preis ist halt sehr schön gerade. Ich glaube, wir gehen noch für Right Ink. Hier machen wir Upgrades. Überall. Ich glaube, wir müssen uns langsam einstellen mit dem Verkauf. Wenn es ein super Preis ist, dann müssen wir halt einfach ein bisschen warten. So,
machen wir unser erstes Super Silo, wo wir dann ganz viel Öl drin lagern können. Hier unten gibt es auch noch Gas. Ja. Sehr schön. Setzen wir noch einen hin. Ich glaube nicht, die finden. Ich glaube nicht, dass sie noch was finden. Man kann ja mal gucken. Noch mehr Gas. Hier unten. Ich glaube nicht. Nee. Kein Gas mehr. Kein Öl mehr, meinte ich. So, bringen wir das mal hier hin. Dann bringen wir das nach oben, machen dort zu. Gehen hier hin. Ich hole mir den Bohrer. Dann gehen wir dorthin. Dann hier noch ein Upgrade. Hier noch ein Upgrade. Und dann dort noch eins. Müssen auch gleich das Silo noch erweitern. Da haben wir nämlich noch eine ganze Menge Öl. Das verbinden wir auch. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen hier ein Rohr. Verbinden es direkt damit. Damit holen wir von dort noch schneller Öl raus. So. Dann sammeln wir noch mehr. Ich habe keine weiteren Silos. Das ist so ein bisschen ein Problem. Sammeln wir mal noch ein bisschen mehr bei den Pferden drin. Die können es ja auch lagern. Wir das auch upgraden. Oh, die werden alle gleich voll, also. Ah, verdammt, das habe ich hier nicht verbessert. Im Grunde die wichtigste Strecke von allen. Ich habe nicht mal mehr genug Geld, um das wieder zu öffnen. Verkaufen ein kleines bisschen. So. Dann öffnen wir das. Und das ist gerade noch so leer geworden, also ganz in Ordnung. Verkaufen alles. Mit 30 Wagen sollte es jetzt auch kein Problem sein. Da haben wir für wunderbare Preise verkauft. Und damit beenden wir. Sehr schön. Wir haben alles bekommen. Zwei sehr schöne große Ölvorkommen. Wir haben 87.000 gemacht, das ist bisher unser Maximum quasi. Wer weiß, ob wir irgendwann 100.000 knacken werden. Ha, Bonus für vorzeitigen Rückzug, das war der vierte Bonus. Ja, der war letztes Mal natürlich nicht gegeben. Da haben wir bis in den letzten Monat noch reingezogen. Da haben wir schön unsere Einnahmen. Oh, ha, man kann noch Sachen hinzupacken. Interessant. Also hier kann man sich auch den Preis links und den Preis rechts anschauen. Okay, Ausgaben, Einnahmen, Geld, Ölaustritt, Versorgung. Was ist Versorgung? Wahrscheinlich wie viel Öl gefördert wird und am Ende ist natürlich ganz nach unten gegangen. Das kann sein, weiß ich nicht genau. Also es gibt hier tatsächlich noch mehr Sachen. Das Geld nicht interessanter als Profit? Oh, das ist genau dasselbe, okay. Stark. Ja, egal. Einnahmen, $2,12 pro Fass. Rechts haben wir für $2,18 verkauft, links für $1,10. Also, ich würde sagen, ganz solider Preis, ja. Über $2 sind wir gekommen. Wir haben am meisten für die Wagen ausgegeben, 4.500. Danach Rohre, 4.035. Danach Rohr-Upgrades für die Stufe 2, fast 3000. Noch ein Screenshot. Und damit gehen wir weiter. Und wir scheinen einen sehr guten Boden erwischt zu haben. Denn wir haben wahrscheinlich ein
gigantischen Profit. Ja, Ricardo hat 10.000, wir haben 8.000, 80.000, also das Achtfache. Wir haben $142.000, was natürlich sehr schön ist. Ja, machen wir erstmal die Landauktion. Ja, ich hatte einen ganz guten Boden, hat sich also gelohnt, darum zu kämpfen. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Warum wollen die da oben links hin? Blanche und Daisy? Keine Ahnung. Aktienauktion, 3% Aktien. Also 15.000. Ich frage mich, wann das nächste Mal 5% kommen. Ist nämlich schon eine Weile her. Und da würde ich dann auch ein bisschen früher zuschlagen. Also zum Beispiel in diesem Fall kurz vor Ricardo, damit ich wirklich sicher gehen kann. So, 3, 2, 1, 0 habe ich mir geholt. 3% 15.000. Yippie-ki-yay, sagt Joshua. Damit haben wir 23%, das ist fast ein Viertel. Haben wir hier was Interessantes, 70 Cent. Nee, nichts Interessantes. Hier gibt's auch nichts. Hier auch nicht. Diamanten. Ja, man kann Diamanten verkaufen für fast 2000, aber nee. Völlig uninteressant. Und damit war's das. Wir beenden das Spiel hier fürs erste mit 126.000. Es wird auch noch bald ein paar Upgrades in der Fabrik geben, aber aus irgendeinem Grund werden die jetzt noch nicht freigeschaltet. Egal, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!